Jo Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video geht es darum, welche Waffen und Items aus Fortnite Battle Royale entfernt wurden. Das ist meine Top 5 und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kommen wir zu Nummer 1. Unser erstes Item ist nämlich das allseits bekannte C4. Das C4 war eine seltene Waffe, Sprengdingens, das nämlich sehr oft gebufft und genervt wurde. Es war erstmal ganz okay, dann wurde es gebufft. Da hatte es wirklich jeder mit. Leute haben es tatsächlich statt Raketenwerfer genommen. Dann wurde es wieder genervt, dann wurde es lila, bis es dann aus dem Spiel rausgenommen wurde. Jetzt ist es nur noch in der Spielwiese spielbar und ich persönlich hoffe, dass es wieder ins Spiel reinkommt. Nun kommen wir zu Nummer 2. Das ist nämlich die LMG. Eine blaue und lilane Waffe war sie. Es ist ein Maschinengewehr gewesen, das, naja, Maschinengewehre sind immer gut, um Sachen kaputt zu schießen. Man konnte sie super auch im Nahkampf benutzen, halt nachdem sie gebufft wurde. Bei diesem Buff haben die echt viele gespielt und im Nahkampf war sie eine Übermacht. Aber leider wurde sie auch entfernt, aber man kann sie noch in der Spielwiese spielen und mit ihr seinen Spaß haben. Kommen wir nun zu Nummer 3. Das ist nämlich die Rauchbombe. Das war eine grüne Wurfwaffe, wenn man es so sagen darf, und sozusagen der Vorgänger der Stinkgranate. Allerdings war sie zu nichts nutzbar, meiner Meinung her, und zu Recht wurde sie aus dem Spiel rausgenommen, remastered und wieder reingebracht. Die Rauchbombe ist nicht in der Spielwiese spielbar. Schade, aber so ist es nun mal. Kommen wir nun zu Nummer 4. Das ist die Zeppertron. Sie war in Season 1 nur ein Tag im Spiel. Sie wurde sofort wieder rausgenommen und es war eine Laserwaffe. Man konnte damit entweder einzeln schießen oder R2 gedrückt halten, um den Strahl aufzuladen. Diese Waffe wurde nie wieder hinzugefügt, nicht remastered und rausgenommen. Sie ist auch nicht in der Spielwiese spielbar, was mich sehr, sehr traurig macht. Kommen wir nun zu Nummer 5 und das ist nämlich die allseits bekannte Drumgun. Die Drumgun war eine absolute Zerstörerwaffe. Ich persönlich fand die legendär. Es war eine seltene Waffe, also eine grüne und eine blaue Waffe halt. Und geil, einfach geil, weil die Waffe einfach wirklich in Nahkampf wirklich Abwechslung reingebracht hat zu den ganzen Pumps, auch wenn man dann Pump Drum Gun gespielt hat, ja, oder halt auch mit den MPs hatte man eine Alternative. Ja, das ist meine Lieblingswaffe.